Der Schlussspurt in der Bundesliga vor Weihnachten. Eine Woche, drei Spiele. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Und es geht gleich los mit dem Freitagsspiel zwischen Hoffenheim und Augsburg. Hey Chris Custodian. Hey, wir haben ja sauber abgeräumt in der Champions League. Ja, Respekt, was so die Champions League mit der Zeit gebracht hat. Eigentlich ganz gute Entwicklung. Und der Bundesliga wollen wir nicht verheimlichen. In der letzten Woche nur 1 von 5 Tipps richtig. Damit ein Minus von, was habe ich mir aufgeschrieben? 3,25. Müssen wir dann noch beim nächsten Video wieder einblenden. Aber wir sind jetzt schon am Freitag und da empfängt der TSG Hoffenheim den FC Augsburg. Und die Quoten sind wieder gegen Augsburg, wie immer. Die haben aber letzte Woche echt gut gespielt, war im Stadion. Hoffenheim hat aber für einen Heimsieg auch eine ganz gute Quote. Und Augsburg jetzt mit einigen Spielen in Folge nicht verloren. Wird doch mal wieder Zeit, oder Radek? Ja, das ist sowohl als auch, kann man in beide Richtungen argumentieren, dass Hoffenheim nach ein paar schwächeren Spielen, unter anderem das 1:5 gegen Mainz, seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen hat und Augsburg hingegen einen regelrechten Lauf hingelegt hat. Von daher, Trendumkehr könnte man sagen. Ich denke eher, das ist hier schon vielleicht beim ersten Spiel Radex-Bett. Also man kann hier in alle Richtungen gehen, aber da weiß ich nicht, eben wenn man keinen so klaren Trend hat, vielleicht eher das Unentschieden. Was sagt ihr? Kommentiert euren besten Tipp des Spieltags einfach schon mal in die Kommentare und gebt euren Senf gerne dazu, wenn ihr nicht unserer Meinung seid. Hier, wie gesagt, würde ich maximal ein direktes Unentschieden mit 0,25 Einheiten gehen. Ansonsten würde ich da einfach die Finger davon lassen. Das erste Mal, dass wir jetzt, glaube ich, am Freitag keine Wette platzieren, außer du entscheidest dich am Ende dann wirklich für die Unentschieden-Wette. Lass uns weitergehen auf den Samstag, den 14. Dezember. Ja. Bei München gegen Werder Bremen. Da könnten wir uns ja für eine Sondersendung verabreden. Du im Bayern-Trikot, nicht im Bremen-Trikot. Jeder so seinem Verein nachempfunden. Ja, da schlagen jetzt natürlich zwei Herzen in deiner Brust. Einerseits dein bayerisches und andererseits dein fischköpfiges. Tatsächlich schlägt mein bayerisches Herz gar nicht in der Brust für den FC Bayern München. Ich hoffe natürlich, dass Bremen hier punktet. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Die Quotenverteilung auch klar. Bayern jetzt mit echt starkem Spiel gegen Tottenham. Davor, wir wissen es alle, 2 Mal gegen Gladbach und Leverkusen in Folge verloren. Bremen hingegen mit einer unglaublich enttäuschenden 0:1 Niederlage daheim gegen Paderborn. Lass uns einfach hier mal auf das Asian Handicap gehen, denn eine reine Sieg- oder Unentschieden-Wette wird es hier definitiv nicht geben. Ich habe ja allerdings wieder das übliche Problem. Einerseits ist die Bayern-Quote so niedrig und auf Bayern mit Asian Handicap zu setzen, ist irgendwie respektlos gegenüber den Gegnern im Moment. Oh. Und auf der anderen Seite ist der Gegner eben ein Gegner, den sie abschießen müssten. Aber dafür ist die Quote halt einfach zu schlecht und von daher würde ich gar nicht hier großartig in irgendeine Richtung in Erwägung ziehen. Denn Bayern müsste mit 3 Toren Vorsprung gewinnen, damit es hier eine ausgeglichene Zweierquote gibt und Bremen dürfte nicht höher als mit 2 Toren Unterschied verlieren, aber beides ist möglich und ist ja eher auch kein schönes Ding im Moment. Wie du gerade so schon gesagt hast, das fischköpfige Herz hätte dann gehofft, dass ein Werder plus 2,5 oder Werder plus 3 irgendwas hergibt. Gibt es aber nicht, deshalb auch bei dem Spiel hier keine Wette. Man muss mal den FC Bayern, den großen FC Bayern weiterhin beobachten, was bei denen so abgeht. Aber jetzt geht's ab, oder? Jetzt geht's ab. Ja. Durch die Bank. Und ich sag dir auch genau warum. Also, Jürgen Klinsmann kam, sah, verlor knapp gegen Dortmund, spielte unentschieden nach 2-0-Führung gegen Frankfurt. Und jetzt kommt eigentlich der schwächste Gegner dieser drei Teams, wenn man so die Kadermarktwerte mal anschaut. Und auch eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass Frankfurt und Dortmund besser sind als Freiburg, wenn Freiburg auch in der Tabelle einfach in dieser Saison bisher sensationell dasteht. Aber
ich traue den Freiburgern nach wie vor nicht über den Weg. Irgendwann kommt der Einbruch und wenn nicht gegen Jürgen Klinsmanns Hertha, wann dann? Und gerade jetzt eben, wie gesagt, der Klinsmann hat zwei Spiele schon gehabt und aller guten Dinge für Jürgen sind eben drei. Deswegen die Quote auf Hertha für einen Heimsieg mit 2,1 würde ich hier sehr gut finden. Safe. Also es wird jeden Spieltag eine Wette auf Jürgen Klinsmann geben. Lass uns doch bitte hier auch nochmal die Tor-Over-Under-Quoten anschauen. Siegwette ist eingeloggt und die zweite Wette vielleicht. Ein Over 2,5, Over 3, wenn die Quote stimmt. Oh, ja, wenn du jetzt so Over 3 so selbstbewusst an die Sache rangehst, aber für mich riecht es nach einem dreckigen 1-0. Ah, ein Jürgen Klinsmann spielt nicht 1-0, oder? Der will die durch die Wand pressen. Stell dir mal vor, Hertha führt 1-0. Dann Halbzeitansprache. Jungs, das ist unser Spiel. Wir wollen die Fans auf unsere Seite bringen. Bam, bam, bam. Ja. Würde mich jetzt interessieren, wer von euch findet Jürgen Klinsmann noch ähnlich geil wie der Junge da drüben? Also, ich habe immer so meine Probleme mit ihm, spätestens seitdem er Bayern-Trainer war. Vorher schon nicht allzu happy. Thomas Müller, Karriere kann er ruhig auf Vordermann bringen. Trainingszentrum, alles revolutionieren, aber keine Dankbarkeit. Egal, haben wir plus 2,5 Tore gemacht? Ja, Quote 1,8. Ich folge dir. Jetzt höchst interessante Partie, Mainz gegen Dortmund. Insider wissen vielleicht um die Stärke von Mainz gegen Dortmund im direkten Duell. Hat vielleicht auch immer damit zu tun gehabt, dass ja immer die ehemaligen Mainzer Trainer dann Dortmund-Trainer waren, wie Klopp und Tuchel, und dann gerne die Punkte am Bruchweg in Mainz vorbeigebracht haben als Dortmund. Obwohl Dortmund ja immer der Top-Favorit war, wie auch in diesem Spiel. Jetzt haben wir natürlich wieder die Dortmunder unter der Woche in der Champions League gesehen. War jetzt auch kein famoser Auftritt der Dortmunder. Es hat gereicht zum Weiterkommen, das ist die Hauptsache. Und natürlich auch wegen massiver Schützenhilfe von einer Barcelona-B-Mannschaft in Mailand. Aber gut, brauchst du auch. Jetzt ist es hier natürlich gegen die Mainzer die Frage, die Quote auf Dortmund ist so an der Grenze. Wenn man jetzt sagt, Dortmund macht da weiter, wo sie beim 5-0 gegen Düsseldorf aufgehört haben, würde man diese Quote fast noch gut finden. Du bist ja eh einer, der mit kleineren Quoten immer mehr als happy ist. Letzten Spieltag wäre das oder war das, glaube ich, auch nicht so gut, aber ist egal. Von daher traue ich den Dortmundern nach wie vor nicht wirklich über den Weg. Mainz plus 1 wäre hier eine Option, aber hallo, so weit kommt es noch, dass ich hier eine Wette auf Mainz mache. Was meinst du dazu? Dass du für eine No-Bet ganz schon lange geredet hast. Ich habe mir nur gedacht, ob der Bayer Lorzer jetzt zu Mainz gegangen ist, um vielleicht dann mal Dortmund-Trainer zu werden. Aber keine Wette, Mainz hat keine Chance gehabt gegen Augsburg, muss man ehrlich sagen. Trotzdem dann wegen einem unverdienten oder grenzwertigen Elfmeter, der schon verdient war, verloren. Also keine Wette. Wir schauen weiter zum FC Köln, wo wir letzte Woche gefragt haben, wenn sie in Berlin nicht gewinnen, bei Union, was wollen sie denn dann überhaupt in der Bundesliga? Ein cooler Kommentar war wahrscheinlich absteigen. Und das glaube ich jetzt auch. Und jetzt kommt Bayer Leverkusen, die mit denen war recht erfolgreich in der Champions League, auch in dem Ligaspiel. Was glaubst du, gibt es bei diesem Derby das Comeback von Köln und vor allem von Wiesdorf? Boah, ja, es wäre mal an der Zeit, aber bisher Trainereffekt gleich null bei Köln. Wenn man sich die Spiele anschaut, ist es nicht wirklich aufwärts gegangen. Klar waren da ein paar stärkere Gegner dabei, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, seit wann Gisdol hier Trainer ist, aber ich glaube, er hat beim 4-1 in Leipzig angefangen und dann einen Punkt geholt gegen Augsburg und das Unionsspiel hast du angesprochen. Also klare Sache hier auf dem Papier für Leverkusen. Jetzt habe ich ja unter der Woche in der Champions League Leverkusen ganz schön hart rangenommen. Zu Recht auch, weil sie es ja dann gegen Juve nicht gebacken bekommen haben. Aber Juve ist halt auch eine andere Mannschaft als Köln. Definitiv. Und daher ist die Quote hier auf Leverkusen einfach zu verlockend, um nicht drauf zu setzen, oder?
Ja, ich denke halt, dass Köln irgendwie doch in der Liga bleiben will. Und wenn sie nicht jetzt mal zum Punkten anfangen, dann ist ja der Trainerwechsel einfach total dämlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also Leverkusen hat schon oft genug enttäuscht. Aber gerade in dem Spiel ist es halt ein Derby. Das muss man hier berücksichtigen. Ja. Beiden Stadien liegen 15 Kilometer auseinander. Also das ist wirklich eins der engsten Spiele, die es in der Bundesliga gibt. Und gerade in sowas ist dann auch die Heimmannschaft und auch eine schwächere Mannschaft immer wahrscheinlich doppelt so gut wie normalerweise. Und deswegen sehe ich hier wieder die Gefahr. Grundsätzlich, wenn man von Leverkusen mehr überzeugt wäre als ich und du jetzt hier, dann könnte man diese Quote mit Kusshand mitnehmen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass Argumente dagegen sprechen. Und ich bin jetzt beileibe nicht derjenige, der Leverkusen großartig stark redet. Paderborn gegen Union Berlin. Das Aufstiegsduell unterschiedlicher Teams. Paderborn ziemlich abgestiegen schon und Union so gut, wo man oder wie man eigentlich nicht damit gerechnet hätte. 19 Punkte, Platz 10. Also die Eisernen. Ja, überraschend jetzt schon. Ja, 4 aus 5, also 4 Siege aus den letzten 5 Spielen, das ist ja eigentlich krank. Der Stürmer von Union Berlin, habe ich gelesen, hat gesagt, ich weiß nicht mehr welcher es war, dass es wahrscheinlicher ist, dass Berlin, Union Berlin in der Liga bleibt, als dass die Bayern Meister werden. Dazu wären natürlich die nächsten Punkte in Paderborn ganz gut, dann hätten sie schon 20 und damit, wie man so schön sagt, die halbe Miete schon geschafft. Paderborn kann jetzt aber etwas erreichen, 2 Siege in Folge und dann hätten sie den Anschluss an der Liga. Ich würde gerne mal auf die Asian Handicap 0 Quoten anschauen. Ich bin Woche für Woche skeptisch, wie Union das machen soll, die Punkte. Vor allem nach den ersten Spielen sah das ja wirklich so katastrophal aus. Ich verstehe nicht, wie die da so eine Wende hinlegen konnten. Respekt dafür. Hier geht aber meine Tendenz auf Asian Handicap 0 auf Paderborn. Ja, da kann man bei der Quote, überrascht mich das jetzt echt ziemlich, dass die über 2 ist, wenn die allgemeinen Quoten noch unter 3 sind, dann ist das wirklich eine gute Wahl, hier auf ein Asian Handicap zu gehen. Weder jeder kann entscheiden, wen er hier unterstützt, aber ich bin da auch auf deiner Seite ausnahmsweise mal und denke auch, Heimvorteil für Paderborn, vielleicht ein kleines Momentum, Berlin doch wirklich auch overperformed in den letzten Wochen und daher eher mal vielleicht auch ein Unentschieden. Aber Unentschieden ist natürlich auch nicht uninteressant, aber Paderborn ist jetzt nicht die Mannschaft, glaube ich, die am Ende auf Unentschieden spielen würde. Also eher, glaube ich, Hopp oder Top. Fortuna Düssel, also der Sieg, Asian Handicap 0, Paderborn, nehmen wir mit die Quote. Düsseldorf gegen Leipzig. Leipzig jetzt in der Champions League Erster geworden, auch 2-0 geführt gegen Lyon, dann noch das 2-2 kassiert. Momentan Zweiter, 5 Siege in Folge. Hätten wir alle eigentlich gedacht nach dem letzten Spieltag, dass sie Erster wären, aber der große FC Bayern hat beim Gladbacher verloren. Jetzt kann Leipzig nochmal versuchen, auf Position 1 zu kommen. Düsseldorf eher enttäuschend. Siehst du deine Wette? Ja, gerade wenn man denkt, hier mit einer 1,5er Auswärtsquote, gestern war sie sogar, glaube ich, schon bei 1,4, also ist leicht gestiegen, also finde ich fast ein bisschen zu niedrig auf Leipzig, gerade mit Champions League Belastung. Nagelsmann war alles andere als zufrieden, glaube ich, mit seinem Team. Wegen dem 2:2 habe ich irgendwas gelesen, dass er seine Spieler irgendwie zusammengefaltet hat und deswegen ist es hier ein Spiel, das gefährlich ist. Natürlich denkt man Leipzig, wenn die so weitermachen wie in den letzten paar Spielen, dann ist das eine ganz klare Sache. Und Düsseldorf hatte ja zuletzt auch überhaupt keinen irgendwie großartig beeindrucken können, beim 0-5 in Dortmund zumindest nicht. Aber gerade in solchen Fällen schlagen dann die Favoriten oft oder hüpfen nur so hoch, wie sie müssen und dann tun sie sich vielleicht wieder schwer. Also ich
sympathisiere auch ein bisschen mit den Düsseldorfern und wünsche ihnen, dass sie da wieder ein bisschen hinten rauskommen und mit einem Punkt in, oder mit einem Punkt, sensationellen Punkt gegen Leipzig würden sie da zwar nicht allzu viel Boden gut machen, aber immerhin ein bisschen. Trotzdem spare ich mir hier den Blick auf Asian Handicap, weil da bräuchte man schon Asian Handicap plus 2 und das gibt es bei der Quote nicht zu einem vernünftigen Preis. Deswegen eine No-Bet hier. Ja, wer Leipzig-Supporter ist, der kann natürlich Asian Handicap minus 1 auf Leipzig gehen und kriegt noch ein bisschen besseren Preis dafür. Aber ja, ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu einfach. Gut gesagt. Dritter Advent, Sonntag, Wolfsburg gegen Mönchengladbach, der Tabellenerste, wieder mal mit einer starken Quote, diesmal nicht ganz die Favoriten, die Außenseiterquote, trotzdem eine 2,7. Ich sag's dir vorweg, meine Tendenz ist tatsächlich eher Unentschieden oder Wolfsburg, aber auf so einen Scheiß setzt doch keiner, zumindest nicht Wolfsburg bei so einem Spiel. Und Gladbach, die haben 2-1 gegen Bayern gewonnen, 4-2 gegen Freiburg. Du willst jetzt wahrscheinlich sagen, der Bayern-Fluch, der FCB schlägt, der kackt danach erstmal ab. Wettest du drauf? Das ist ein Grund. Der Bayern-Fluch, der hat ja auch die Frankfurter ereilt. Die Frankfurter haben 5-1 gegen Bayern gewonnen und danach sind sie in ein Loch gefallen. Und hat man schon bei vielen Mannschaften gesehen. Ist halt auch langsam echt an der Zeit, dass Gladbach einbricht. Und von daher wäre es argumentativ schon so, dass deine Wette auf Wolfsburg, Asian Handicap 0 vielleicht, Sinn machen könnte. Sehe auch hier keinen klaren Gladbacher Sieg. Andererseits haben die einfach in letzter Zeit einfach immer alles richtig gemacht. Deswegen stehen die ja auch an der Tabellenspitze. Und bei der Quote wäre es natürlich sehr, sehr, sehr reizvoll, auf Gladbach zu gehen. Zumindest auf Gladbach Asian Handicap 0. Weil Wolfsburg hat jetzt letzte Woche, als ich wirklich voll auf sie gesetzt hatte, gegen Freiburg 1-0 verloren. Klar, war ein toller Freistoß vom Schmied, aber ja, hätten ja mit Weghorst und so mal ein paar Argumente oder Tore liefern können. Deswegen bin ich jetzt hier eigentlich der Meinung, man muss auf Asian Handicap 0 Gladbach setzen, weil sie in letzter Zeit einfach die wesentlich bessere Mannschaft waren als Wolfsburg. Der Bayern-Fluch ist vielleicht auch Aberglaube. Im Endeffekt kann man mit dem Trend gehen, aber klar, irgendwann ist der Trend von Gladbach vorbei. Mal schauen, ob es diese Woche schon ist. Ich würde trotzdem Asian Handicap 0 auf Gladbach gehen. Ja, man macht mit allen drei Tipps bei diesem Spiel nichts falsch. Gibt es, glaube ich, auch relativ selten, zeigen aber auch die Quoten. Dann sind wir auch schon beim letzten Spiel, denn wir haben ja kein Montagsspiel. Schalke gegen Frankfurt, auch hier interessante Quote auf die Heimmannschaft, aber auch hier ist die Tabelle weiter auseinander aus meiner Sicht, als die beiden Teams in Wirklichkeit sind. Es ist offensichtlich ein richtig, richtig schwerer Spieltag zu tippen und auch hier ist meine Tendenz eher unentschieden. Aber Schalke mit einer 2-1-Niederlage in Leverkusen, nicht kurz vor Schluss gegen Union Berlin gewonnen, gegen Bremen gewonnen, aber auch nicht mit Ruhm bekleidet. Frankfurt nach dem 2-0 zurückgekämpft. Jetzt haben sie natürlich wieder Euroleague. Sagst du gegen Frankfurt deshalb? Da muss man eigentlich fast jedes Mal gegen Frankfurt setzen, wegen dieser scheiß Euroleague. Also was machen wir? Ja, das wäre meine Argumentation gewesen, weil Frankfurt in der Europa League gespielt hat und weil Frankfurt eine extrem schwache Auswärtsmannschaft ist. Ich glaube, eine der schwächsten in der Liga sogar. Wir sehen es hier in der Performance. Zumindest ein Sieg aus den letzten 5 Spielen nur insgesamt. Und zu Hause haben sie noch weniger zerrissen, haben schon länger kein Heimspiel mehr gehabt, aber zuletzt gegen Wolfsburg zu Hause verloren und ja gut, das Heimspiel gegen Hertha habe ich jetzt unter den Tisch fallen lassen. Das war ja auch was, dass sie da wirklich in den letzten Minuten nochmal zurückgekommen sind, aber irgendwie scheint mir hier diese Eintracht die Winterpause herbeizusehen. Die brauchen einfach mal auch eine Pause bei dieser extremen Belastung vom letzten Jahr Europa League und Bundesliga und dieses Jahr und ich glaube,
Schalke ist zu Hause mehr als 2,0er Favorit. Von daher finde ich diese 2,05er Quote gut und value-haltig auf Schalke aus den mehreren genannten Gründen. Auch wenn die jetzt gegen Leverkusen in Leverkusen verloren haben, zu Hause gegen Düsseldorf zuletzt ein 3:3 und gegen Union ist jetzt wirklich auch kein allzu krasser Maßstab. Da ist Frankfurt wahrscheinlich schon ein größeres Kaliber. Könnte mir auch einfach ein Unentschieden hier vorstellen zum Ausklang dieses Spieltags. Aber mich reizt diese Heimquote auf Schalke einfach. Deswegen würde ich drauf setzen. Ja, dann lass uns doch einmal unsere Wetten am Ende des Spieltags jetzt anschauen. Danach geht es ja auch schon wieder weiter. Sonntag das klassische NBA-Video und am Montag schon der 16. Spieltag, denn wir haben englische Woche, Dienstag und Mittwoch die nächsten Bundesligaspiele. Der erste Tipp geht auf Jürgen Klinsmann. Heimsieg und es werden über 2,5 Tore fallen. Die Quote auf den Heimsieg 2,1, die über Tore 1,8 irgendwas. 1,81 hier unten sehen wir es. Dann haben wir einen wahnsinnig überraschenden Sieg der Paderborner zu Hause. Asian Handicap 0, immerhin eine 2,11er Quote. Das ist doch attraktiv genug, um drauf zu setzen. Und einen Auswärtserfolg der Gladbacher, zumindest mit Asian Handicap 0, das heißt bei Unentschieden Geld zurück. In Wolfsburg mit einer Quote von 1,95. Und wir hatten jetzt ja zuletzt auch noch den Schalke-Heimsieg mit einer Quote von 2,05. Den logge ich hier dann nochmal ein. Nochmal zur Kontrolle die Spiele auf einen Blick. Postet uns auch gerne eure Tipps in die Kommentare. Falls ihr diesen grandiosen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es aber Zeit. Hier irgendwo unter dem Videofenster ist dieser Abonnier-Knopf. Wenn ihr keinen Google-Account habt oder keinen YouTube-Account, dann wird es jetzt auch mal Zeit, einen anzulegen. Und von daher alles Klick gesagt. Auf Otspedia und ein wunderschönes Wochenende, Kollegen. Otspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBetter.